ihr 10 Hacks, wie ihr mit eurer Katze spannend und abwechslungsfrei spielen könnt. Denn das gemeinsame Spiel mit eurer Katze ist ganz wichtig für die Mensch-Tier-Bindung. Hack 1. Lieber mehrere kleine Spieleinheiten am Tag und über den Tag verteilt als eine große. Das bedeutet, lieber 3x5 Minuten spielen als 1x20 Minuten. Und Hand aufs Herz, 5 Minuten könnt ihr euch auf jeden Fall immer mal wieder einrichten, um mit der Katze zu spielen. Coco, willst du spielen? Willst du spielen? Hack 2. Täglich das Spielzeug wechseln. Ihr habt ja auch keine Lust, jeden Tag den gleichen Actionfilm zu gucken. Und so geht's eurer Katze auch. Sie will immer mal wieder ein anderes Spielzeug sehen. Mit was wollt ihr heute spielen? Hack 3. Spielzeug von der Katze wegbewegen. Habt ihr schon mal ein Beutetier gesehen, das auf die Katze zurennt? Also zumindest nicht freiwillig. Und so ist es beim Spielen auch. Ihr imitiert dann nämlich das Beutetier. Von daher immer schön von eurer Katze wegbewegen. Hack 4. Die Katze hat das Interesse verloren, ist vielleicht weggegangen oder liegt faul rum. Dann versteckt doch das Spielzeug mal so, dass es die Katze nicht mehr direkt sehen kann. Also manchmal reicht es vielleicht auch schon, einfach nur um die Ecke damit zu gehen oder es irgendwie unter ein Tuch zu bewegen. Dann wird es ganz schnell wieder interessant. Hack 5. Abwechslungsreiche Bewegungen beim Spielen. Also nicht immer nur so im gleichen Rhythmus bewegen, sondern ruhig auch mal irgendwie schneller die Angel bewegen. Das ist dann für die Katze direkt auch wieder interessanter. Hack 6. Die Katze spielt nicht gern auf irgendeiner ganz freien, langweiligen Fläche, sondern mag es lieber, wenn man das Beutetierchen bzw. das Ende von der Spielangel irgendwo verstecken kann. Deswegen legt einfach mal Pappkartons hin oder Raschelpapier, Toilettenpapierrollen leere. Dann könnt ihr da ganz toll das Beutetier zwischendrin bewegen. Hack 7. Auf weichem Untergrund spielen. Zum Beispiel auf einem Teppich. Eure Katze wird sich da wahrscheinlich auch viel mehr mal trauen, einen Salto zu schlagen und fällt dann auch nicht so hart. Hack 8. Auf raschelndem Untergrund spielen. Das ist für die Katze sehr anregend zum Spielen, wenn es irgendwie raschelt und sie weiß nicht, woher das kommt oder warum es raschelt. Hack 9. Besser eine lange und biegsame Angel nehmen, weil da habt ihr einen viel größeren Interaktionsradius, als wenn ihr eben nur so eine kleine, kurze, starre Angel habt. Da könnt ihr es nicht so sehr bewegen. Und mit einer super langen Angel könnt ihr die Katze auch toll durch die Wohnung jagen. Hack 10. Zur Abwechslung mal im Halbdunkeln spielen. Das ist für die Katze mal was ganz anderes, aufregend und spannend und für Geübte vielleicht sogar ganz im Dunkeln spielen, weil sie dann viel mehr auf den Hörsinn achten muss. So, das war's mit den Hacks für die abwechslungsreiche Spielerei mit der Katze. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch hier unten drunter und schaut wieder mal rein. Danke, tschüss!